Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick in die Vergangenheit und schauen uns gemeinsam die Neuzugänge aus dem November 2018 an. Und wir werden gemeinsam sehen, welche Bücher ich schon gelesen habe, welches Buch noch auf dem Sub liegt und ja, vielleicht auch an was ich mich bei den Büchern so erinnere. Ich blende euch das Video etwas kleiner hier neben mir ein und wir schauen dann einfach zusammen rein. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video mit der Frage, schon gelesen oder subbt es noch? Ui, eine in Rot gekleidete Steffi. Ja, steht mir tatsächlich ganz gut. Ich glaube, das Oberteil sollte ich mal wieder aus den Untiefen des Schrankes befreien. Das erste Buch ist Auf ewig uns, der dritte Teil der Time School Reihe von Eva Füller. Eine Reihe, die mir sehr gut gefallen hat, die für mich nicht ganz an die Zeitenzauberreihe herangekommen ist, die Geschichte ja so ein bisschen weiterspinnt. Wir haben hier eben diese Zeitreisenden-Schule, die von den beiden Protagonisten aus der Zeitenzauberreihe ja, geführt wird, die so ein bisschen diese ganzen Zeitreisenden ja, darauf ja, vorbereitet und auch schult, wie sie in der Vergangenheit ja, mit gewissen Dingen umzugehen muss. War gut, hat mir gefallen. Und ja, habe ich auch beendet, die Reihe. Ja, Mortal Engines, ich glaube, da ist im letzten Jahr auch die Buchverfilmung dazu gekommen, die ich, glaube, noch nicht gesehen habe, von Philip Reeve. Klang mega spannend, denn es ging ja um Krieg der Städte. Ist eine total gehypte Reihe, wie ich finde. War auch vorher schon, glaube ich, herausgebracht. Wurde jetzt nochmal neu überarbeitet, wenn ich mich recht erinnere, und eben auch verfilmt von Peter Jackson. Ich fand das Buch ganz gut. Vielleicht habe ich doch den Film gesehen im letzten Jahr, ich weiß es nicht mehr so richtig. Ich fand das Buch ganz gut, habe aber die Reihe tatsächlich nicht weitergelesen. Ja, Wenn ich nicht genug bin, von Annalena Karnau, einer Self-Publisherin, die ich sehr gerne mag, die ich sehr gerne lese. Und auch in diesem Fall fand ich nicht nur das Cover super schön, sondern auch das Buch, denn es geht so ein bisschen um Jugendliche, die ja, so ein paar Probleme haben, und das schafft sie, finde ich, immer mit sehr viel Emotion. Das Weihnachtscafé in Manhattan habe ich im letzten Jahr auf jeden Fall gelesen, von Catherine Garbera, glaube ich, kannst du schlecht aus der Entfernung lesen. War eine, fand ich, niedliche Weihnachts-Wintergeschichte. Ich glaube, mir hat ein bisschen Weihnachten gefehlt. Ich kann mich nicht so richtig daran erinnern. Ich finde, diese Weihnachtsgeschichten, Wintergeschichten, das ist manchmal so gefühlt dann eins. Und ja, von Petra Schier, Vier Pfoten für ein Weihnachtswunder, war eine wunderbare Geschichte mit ja, einem Hund, wie man ihm auch auf den Titel sieht. Ich fand, dass Petra Schier das super sympathisch geschrieben hat, sehr unterhaltsam. Es ging da irgendwie um eine junge Frau, die, glaube ich, irgendwie ja, in einem Hotel oder in einer neuen Firma arbeitet, die irgendwie ein Hotel haben. Und ja, fand ich schön. Ja, Michael Buchinger, Lange Beine, kurze Lügen. Ich liebe Michael Buchinger sehr. Ich liebe seinen Podcast. Ich schaue seine Videos super gerne, und so musste ich natürlich auch dieses Buch bei mir einziehen lassen. Hat mich super unterhalten. Ja, allein so diese Tatsache, wenn er eben damit Lügen aufhört und auch so einen Test macht, wenn er dann einfach mal nicht mehr lügt. Und damit meint er natürlich auch so kleine Lügen, wie man sie im Alltag verwendet. Das hat er einfach super gemacht, und ich schaue ihn gerne, ich höre ihm gerne zu und habe es auch gerne gelesen. Geküsst in Tüll und Gummistiefeln von Svenja Lassen war, glaube ich, mein erstes Buch der Autorin, ebenfalls eine Self-Publisherin. Habe ich in positiver Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich mit der Protagonistin nicht ganz zurechtgekommen bin. Ich kann aber auch nicht mehr so genau sagen, was es war. Ich habe da letztes Jahr relativ viele neue Self-Publisher für mich entdeckt oder für mich neue Self-Publisher entdeckt, und ja, da ist dieses Buch bei mir eingezogen. Ich glaube, von Svenja Lassen kam mittlerweile noch ein Buch heraus. Oder kommt jetzt zu Weihnachten, irgendwie jetzt im November, Dezember. Ich bin mir gerade unschlüssig. Ich glaube, es kommt etwas Winterliches, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich fand die Idee von, ja, wir haben hier so diesen Bauernhof, fand ich gut, und ja, hat mir gefallen. Ja, ein Stephen King ist herausgekommen. Erhebung ist nur eine Novelle, wie man auch schon gesehen hat, dass das sehr, sehr dünn ist. War nicht so meins. Ich bin sowieso kein großer Kurzgeschichtenleser von Stephen King. Ich finde, er kann sein Können immer erst zeigen, wenn er ein paar mehr Seiten Zeit hat. Und bei Erhebung, ja, es war nicht so richtig meins. Auch so die ganze Thematik drumherum, und ja, es, ich weiß auch nicht so richtig. Ich ja, habe so in einer komischen Erinnerung auch so allein, ja, ich weiß auch nicht. Und es tut einem bei Stephen King, finde ich, immer so doppelt leid, wenn einem was nicht total begeistern kann. Aber bei Kurzgeschichten und Novellen ist das halt bei mir leider oft so. Deswegen bin ich da manchmal gar nicht mehr so enttäuscht und verwundert. Aber ja, der dritte Teil von Giants von Sylvain
Neuvelle ist erschienen, Die letzte Schlacht, eine Reihe, die ich sehr, sehr geliebt habe, die ich großartig fand. Allein so, ja, der Auftakt, die Idee, wie die Geschichte geschrieben wurde mit diesen, ja, Befragungen, Interviews, mit Einträgen in Forschungstagebüchern und Ähnlichem, das fand ich großartig. Ich fand es einen guten und würdigen dritten Teil. Er war leider nicht mehr ganz so packend wie Teil 1, aber er war dennoch gut und ist eine Reihe, die ich wirklich empfehlen kann. Von den Mia Flynn ist bei mir eingezogen Morgan's Hall, der erste Teil einer Reihe. Hier arbeiten wir leider ein bisschen was im Thema Zweite Weltkrieg auf und ich habe es versucht, einfach weil ich Mia Flynn super sympathisch finde als Self-Publisherin und auch das Cover großartig finde und ich wollte es mögen und ich fand tatsächlich auch den Schreibstil gelungen, aber der Zweite Weltkrieg ist einfach nicht meins. Ganz anders von Franziska Erhardt. Erhardt ist diese Sache mit Paris bei mir eingezogen. An die Geschichte kann ich mich noch ganz wunderbar erinnern, denn es geht hier um ein Model, die eine Pseudo-Freundin für einen Fußballer wird, weil der total viel Unfug treibt und nicht gut in den Medien dasteht. Und so reist sie nach Paris. Und ja, es ist natürlich eine Liebesgeschichte und man erahnt gefühlt schon recht schnell, was passieren wird. Und ich mochte die Geschichte super gern. Ich habe dann auch noch ein anderes Buch von Franziska gelesen. Dieses Jahr kam irgendwas mit Blumen und Duftiges heraus. Das war nicht so ganz meins, hat mich vom Klappentext nicht so angesprochen, aber beim nächsten Buch bin ich dann, denke ich, wieder dabei, weil mir das Lied gut gefallen hat. Das nächste Buch ist Schneesturm, Küsse von Alan McCoy alias Elvira Zeiler, ist verliebt in Silver Creek. Ich glaube tatsächlich, dass es dann noch ein Buch um diese Reihe irgendwie gab, was dann in diesem Jahr erschienen ist, habe ich beide gelesen, beide sehr gemocht. Wir sind hier eben in Silver Creek, einem ja, sehr süßen kleinen Städtchen und begleiten hier eine Protagonistin, die wir dann auch im zweiten Band wiedersehen. Ja, von Michelle Obama ist Becoming bei mir eingezogen als Hörbuch. Ich wollte die Biografie von ihr unbedingt hören und ich habe es, soweit ich mich erinnere, sogar abgebrochen. Ich finde es bei Biografien immer sehr schwierig, da ein Leben zu beurteilen. Ich fand die Art und Weise, wie uns Michelle Obama aber ihr Leben erzählt, nicht wirklich so gelungen. Ich weiß, viele finden das ganz großartig und toll. Mich hat sehr gestört, wie sie sich gefühlt immer sehr in den Vordergrund gestellt hat. Also sie war die erste Frau, die hier, die erste Frau, die da, die erste Schwarze, die dort. Fand ich nicht ganz so sympathisch. Ja, von Jordan B. Peterson ist 12 Rules for Life bei mir eingezogen, wurde ebenfalls gelesen. Hier haben wir eben 12 Regeln für das Leben. Das Buch ist gefühlt so ein bisschen umstritten, habe ich zumindest im Nachgang so das Gefühl gehabt. Ich fand es aber tatsächlich ganz interessant. Natürlich muss man nicht jede Regel befolgen und manche Regeln sind auch gemacht, damit man sie eben nicht befolgt. Ich kann mich aber erinnern, dass ich das Sachbuch ganz spannend fand. Ich habe auch, glaube ich, 3-4 Markierer reingemacht. Habe auch da dieses Jahr nochmal irgendwie reingeschaut. Ich fand es gar nicht schlecht und habe es doch in relativ positiver Erinnerung, das sagt sich immer so schwierig, ich finde das bei Sachbüchern auch immer ein bisschen schwieriger, dass da recht viel haften bleibt, wenn man die Thematik dann danach nicht weiter irgendwie verfolgt. Ja, getauscht mit der lieben Suse habe ich Haussitter von Andreas Winkelmann. Ich weiß gar nicht mehr, gegen was ich es getauscht habe. Bin ich gerade unschlüssig. Und tatsächlich habe ich das Buch noch nicht gelesen. Also es ist jetzt das erste Buch, was ich noch nicht gelesen habe. Soll ein sehr guter Thriller sein von Winkelmann überhaupt. Eine Arbeitskollegin von mir mag die Bücher von Andreas Winkelmann sehr gerne. Und der habe ich das Buch ausgeliehen und ich glaube auch noch gar nicht wieder zurückbekommen. Ja, das sollten wir zeitnah auf jeden Fall dann ändern. Gut, dass ich mich mal in Erinnerung bringe. Also ich habe natürlich eine Liste, mit wem ich Bücher leihe und auch nicht jedem verleihe ich Bücher. Es ist so viel über die Zeit, wird sie noch nicht sein und ich finde es auch gar nicht schlimm. Von daher, ja, ich habe von Winkelmann bis dahin noch gar nicht so viel gehört, habe jetzt aber des Öfteren gehört, dass er doch zu einem sehr erfolgreichen Thriller-Autoren gehört. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, um was es in Haussitter ging, was mich da angesprochen hat, beziehungsweise warum mir Suse das damals zugeschickt hat. Und ich komme auch nicht mehr drauf, gegen welches Buch ich das getauscht habe. Ach ja, man wird alt, ne? Es ist ja eigentlich erst ein Jahr her. Es ist schon so ein bisschen gruselig. Und aber das erste Buch noch nicht gelesen. Ja, Mollys Weihnachtswunder hat mir super gut gefallen von Melissa Daley. Molly haben wir schon in der vorangegangenen Geschichte von der Autorin kennengelernt. Das ist eine streunende Katze. Und wir haben hier dann die Protagonistin, die ein Café, Restaurant, irgendwas aufmacht. Und Molly hat dann eben auch Babys und die ziehen da alle so ein bisschen durch den Laden, durch das Restaurant. Und ist ja natürlich eigentlich eine Katze. Das wird natürlich ein bisschen vermenschlicht, aber das finde ich gar nicht schlimm. Ich mochte die Geschichte ganz gerne. Hat auf jeden Fall Weihnachts-Winter-Feeling bei mir ausgelöst.
gelöst und ist in positiver Erinnerung geblieben. Das Weihnachtswunder von Angelika Schwarzhuber, wenn ich es richtig sehe, habe ich auch im letzten Jahr gelesen und war eben auch eine Weihnachtsgeschichte, wo mir nicht mehr allzu viele Erinnerungen ist. Ich glaube, ich habe gerade auch einen Vergleich geschlossen, wenn ich mein Gesicht richtig gedeutet habe, zu Mollys Weihnachtswunder. Da ist definitiv noch ein bisschen mehr übrig als beim Weihnachtswunder selbst und es ist halt sehr viel Wunder. Das muss man ganz klar sagen. Weihnachten und Wunder, glaube ich, verkauft sich wirklich immer sehr gut und ja, relativ erfolgreich. Und ja, ich freue mich auch dieses Jahr auf die Weihnachtswinterbücher, aber ist gelesen und ich glaube tatsächlich, ja, das müsste es an Büchern gewesen sein. Ja, und ich habe jetzt nochmal mit den Fingern nachgezählt. Es waren 17 Neuzugänge und eins, waren 17? Ja, ich glaube 17 Neuzugänge und eins davon war ungelesen und das muss ich auf jeden Fall ändern, denn House Sitter, ja, klingt definitiv immer noch spannend und muss von mir gelesen werden. Ja, überhaupt kein schlechter Schnitt, finde ich tatsächlich mega. Also es ist ja total irre. Das ist, ja, finde ich gut, freue ich mich. Auch wenn nicht alle Bücher absolut in Erinnerung geblieben sind, ist das ein richtig guter Schnitt, wie ich finde. Und vielleicht kennt ihr ja Andreas Winkelmann und macht mir jetzt den House-Sitter noch so ein bisschen schmackhaft. Dann gerne in die Kommentare und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit dem Video. Vielleicht liegt das ein oder andere Buch, das euch jetzt gezeigt wurde, ja auch auf eurem Sub. Am Ende vielleicht war ich auch noch schuld, weil ich es in meinen Neuzugängen gezeigt habe. Das könnt ihr mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Und natürlich auch alles andere, was euch zu den Büchern ein bisschen einfällt. Ich freue mich immer auf den Austausch und danke euch natürlich für die Kommentare. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.